Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein kleines Unboxing-Video, Freunde. Es gab jetzt schon wirklich einige Wochen kein Unboxing-Video mehr. Bevor wir jetzt aber anfangen, habe ich kurz noch eine eigene Sache. Und zwar habe ich ja schon neulich auf den Social-Media-Seiten gesagt, dass ich auf der Animagic 2018 sein werde in Mannheim. Und die ist am Freitag, genau, den 3.8. wird die starten und wird bis zum 5.8. gehen. Das ist der Sonntag dann. Und da werde ich da zusammen mit Figuya sein. Und Figuya hat für mich Autogrammkarten erstellen lassen. Die sehen nämlich so aus. Ihr seht, hier ist Jessica, also die das Ganze sozusagen ein bisschen betreibt. Und da bin ich und unten steht dann nochmal Figuya Cross the Ninja Spooky. Also so ein kleines Crossover-Event, wo ich dabei bin, wo ihr mich auch treffen könnt, wo ich Fragen beantworten werde und eben als Ehrengast eingeladen wurde. Und diese Autogrammkarten wird es dort geben. Ich glaube, wir haben 1000 Stück, wenn ich mich jetzt nicht irre oder so. Auf jeden Fall richtig cooles Teil. Hier unten steht sogar Figuya.com und theninjaspooky.de. Also das ist auf jeden Fall eine sehr detaillierte Karte. Noch besser wie meine eigenen Autogrammkarten, die ich mal hatte. Und die sind jetzt wirklich exklusiv für die Animagic. Deswegen, wenn ihr irgendwie in der Nähe seid oder sowieso hinkommen wollt, kommt auf jeden Fall zu Figuya, besucht mich. Ihr könnt Fotos mit mir machen, mit mir reden, Fragen beantworten, alles. Das wird es alles dort geben. Und ja, deswegen würde ich sagen, kommt auf jeden Fall vorbei. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. So, aber wo ist jetzt eigentlich die Figur? Ganz genau. Wir Freunde, wir schnipsen jetzt mal, okay? Mit dem Schnipsen klappt es eigentlich immer. Wow, okay, da ist sie tatsächlich angekommen, Freunde. Heute haben wir, wie ihr schon im Titel lesen könnt, einen Zorro. Ganz genau, Freunde, Zorro ist und bleibt mein Lieblingscharakter aus One Piece beziehungsweise aus der Strohhutbande. Ich finde, Zorro ist einfach einer der geilsten Charaktere und ich habe schon so einen Flavor für ihn gehabt, wo ja das Ganze einfach schon angefangen hat, wo er sich die Beine damals abschneiden wollte. Und ab dem Moment auf der Thriller Bark, wo er sich wirklich für seine komplette Crew geopfert hat, das war der Moment, wo ich wirklich Zorro geliebt habe. Und er dann absolut mein Lieblingscharakter geworden ist. Auf jeden Fall ist es eine Manga Dimensions Figur. Könnt ihr schon vielleicht so ein bisschen hier sehen. Hier an der Seite kann man es auch nochmal ein bisschen sehen. Die sieht natürlich hier ein bisschen komisch aus. Hinten auch nochmal. Und an der Seite nochmal sein Jolly Roger Logo. Und ich würde mal sagen, wir machen das ganze Ding jetzt einfach auf. Ich hätte es jetzt eigentlich so mit dem Mund machen müssen. So auf Zorro-Style. Aber da ich keine drei Messer dieser Art da habe, wird das leider nichts, Freunde. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an, wie die Figur denn aussieht. Uiuiui, Freunde, es riecht hier wieder ordentlich nach Plastik. Man kennt es natürlich, aber jetzt erstmal hier wieder befreien. Und das sieht immer in den Videos immer, sieht es immer so gefährlich aus, wie ich das Messer halte und wie ich hier das Ganze aufmache. Freunde, ich bin gelernter Messerschlitzer, also nein, bin ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie man damit umzugehen hat und deswegen braucht ihr euch da auf jeden Fall keine Sorgen machen. So, die Figur haben wir endlich befreit und seine Schwerter machen wir natürlich auch nochmal frei. Und das ist Lorena Zorro, Freunde. Meine Fresse, sieht das auf jeden Fall geil aus. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein paar Nahaufnahmen machen. So richtige Nahaufnahmen werde die auf Instagram hochladen. Da könnt ihr die Figur dann nochmal richtig gut sehen. Das sieht natürlich hier ein bisschen komisch aus, sieht aus wie so eine Schokoladenseite, aber das ist halt diese Manga-Version, also sprich, diese Schattierungen sollen halt aussehen wie in einem Manga, nur dass der eben koloriert wurde und das ist halt so ein Ding, manche Leute mögen das, manche auch wiederum nicht, ich finde das auf jeden Fall ziemlich cool, ist eine nette Abwechslung natürlich, neben den ganz normalen Figuren, die normal designt wurden, aber auf jeden Fall sieht die hier ziemlich fresh aus. Wir haben jetzt hier noch so einen Sockel, den kann man hinten an seinen Schuh dran machen und dann bleibt er auch richtig stehen und ja, Freunde, Zorro, was ist das für ein geiler Charakter? Schreibt mir das ganz gerne in die Kommentare und auch, wie ihr die Figur findet. Mich würde es übertrieben freuen, wenn ihr vielleicht noch dem Video einen Daumen nach oben gibt. Ist jetzt ein bisschen weniger hier zu zeigen bei der Figur, aber hey, ich wollte einfach nur mal ein kleines Video raushauen, Freunde, bevor jetzt einfach gar nichts mehr kommt oder so. Und um den heißen Brei brauchen wir jetzt auch nicht mehr drum reden. Das sollte es dann auch schon wieder von dem Video gewesen sein. Schreibt eure Meinung ganz gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Folgt mir auf den Social Media Seiten wie Twitter, Instagram und Co. Mich würde es übertrieben freuen, wenn ihr besonders mal auf Instagram geht. Da bin ich sehr, sehr, sehr aktiv. Da mache ich sehr viele Insta-Stories und da könnt ihr dann auch diese coolen Bilder dann von ihm nochmal genauer sehen. Das war's dann von dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tödelö.